شو قلت لك؟ لازم تشوفوا البول. هاي البول. ايوه. Jetzt seht ihr, das sind echte Kaffeebohnen. Ich war zornig auf ihn, weil ich habe ihm beigebracht, wenn man das macht, man muss erstmal den Touristen die Bohnen zeigen. Weil eben, ihr kennt ja die Kaffeebohnen auf den Kaffeepacken, wenn immer schon geröstet. Ja? Kaffeebohnen, original, sehen so aus. Jetzt werden die Kaffeebohnen eben erst geröstet. Okay. Jetzt, diese Zeremonie machst du für jeden Gast, der kommt. In der Wüste muss man sehr, sehr gut verstehen. Es ist genau umgekehrt als in unserer Kultur. Das heißt, wenn wir zu jemandem zu Gast kommen, dann bringen wir irgendwie Blumen oder Wein oder Schokolade mit. Quasi wir bezahlen für die Gastfreundschaft, weil bei uns, ja, ist die Gastfreundschaft das Recht des Gastes. Bei den Beduinen, weil sie in die Wüste leben, man fühlt sich immer alleine. Ja, man lebt alleine, ja. Und daher, ja, wenn wir von der Arbeit zurückkommen, was wollen wir tun? Weg, ich will niemanden mehr uns sehen. Ein Beduiner kommt zurück von der Arbeit, er will Freunde treffen. Okay, das ist eins. Zwei, in der Wüste lebt jeder für sich. Es gibt auch keine Polizei, darum kann man in der Wüste mit israelischen Nummern fahren. Ja. Mit einem Auto, das gar nicht mehr existiert. Und daher muss ich alles für mich sorgen. Jetzt. Wo kriege ich dann Informationen? Eben sehr wichtig. Wo gibt es Wasser? Wo ist der Weg gesperrt wegen Wüste? Wo, welche Stämme streiten sich mit welchen Stämme? Also wo darf ich nicht mehr, weil ich zu dieser Familie gehöre, durchgehe? Was ist so Neues und so weiter? All diese Informationen kann ich nur kriegen, wenn die Gäste kommen und mir berichten, was passiert. Darum, wenn ein Gast kommt, muss man alles machen für den Gast. Das heißt, zu Gast zu kommen, das habt ihr schon bei Ibrahim gesehen, zu Gast zu kommen ist Pflicht des Gastes. Er braucht uns, damit wir ihm erzählen, wie es in Deutschland ist und wer es offen ist und alle diese Informationen geben. Okay? Und wir haben dann die Pflicht, hier zu kommen und das beizubringen. Daher, der Gast kriegt alles. Und daher, ein Gast kriegt eben das Beste vom Allerbesten. Und das Beste vom Allerbesten ist eben Kaffee. Kaffee wächst hier nicht und Kaffee kostet viel Geld und Kaffee muss ich von Weitem bringen. Daher Tee trinke ich die ganze Zeit, aber wenn Gäste kommen, dann gibt es eine Zeremonie, wo man dann den Gästen drei Tassen Schukran. Jetzt eben, all diese Ausrüstung, das geht schon drei, vielleicht vier Generationen in unsere Familie. Ja, das ist richtig alt. Auch das. Als ich zum ersten Mal kam, habe ich danach gefragt, das war schon lange irgendwie an der Ecke. Und eben das ist ja was, ja, wo sie diese Sachen präservieren. Haben sie es rausgeholt, aber es lag da. Und jeder Beduine hat dann ein Gastzimmer, weil Gäste empfangen, das ist das Wichtigste, was sie überleben. Das heißt, die wohnten schon in Häusern, brachten mir dann, ich komme noch mit zwei Reiseleitern und eine Journalistin,
brachten wir dann in ein Zimmer und zündeten dort Feuer an, ist schon ein Eisen, aber das ist gemacht. Wenn du sowas sagst, wir auch machen in Deutschland. Machen wir auch Kaffee eigentlich, oder? Ja, Kaffee. Ich habe schon mal einen Umbruch mit dem Aber wir kaufen es dann gewöhnlicherweise schon gemahlen. Ja? Und jetzt kommt das zweite, die zweite Etappe, jetzt wird den Kaffee mahlen. Und jetzt geht das, der Kaffee in die Mühle rein. Sorium. Das habe ich ihm beigebracht. Ja, er muss das sehen, dass die Leute sehen. Ich kann es süßlich. Mittlerweile kommt dann das Wasser. Gibt's ihn, gibt's ihn? Jetzt kommt das in die Kaffeemühle. Jetzt wiederum die Kaffeemühle. Hat einen Namen. Der bekannteste Name ist Azam. Azam bedeutet auf Arabisch Gastgeber. Oder Gastrufer eigentlich, ja. Weil, ja, es ist die eine Mühle, aber schaut, wie er das macht. Jam Session, genau. Also man malt nicht einfach tak 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 den Kaffee, sondern jeder spielt damit, jeder spielt damit eine Musik. Jetzt. Diesen Klopfen kann man sehr weit hören, so ein Klopfen, ja. Das bedeutet auch, die Beduinen, die ihre Zelte weit weg haben, wissen, aha, dort drüben, in Wadi Haber, in Nachal Hever, da kommen Gäste. Und das ist dann überlebenswichtig, dann kommen alle. A, die wollen die Gesellschaft haben, B, noch wichtiger, die wollen die Nachrichten hören. Und daher, die Kaffeemühle wird nicht Kaffeemühle genannt, sondern Gast herbringen oder sowas, ja. Immer der Hausherr, also der Scheich, das heißt der Älteste, genau. Und das ist der Mohammed jetzt hier, ja. Nein, man tanzt nicht dazu. Also du musst sagen, das kommt, wenn der Gast kommt, der ist total kaputt und müde. Dann lässt man ihn sein. Ja, genau die Geschichte mit Abraham und die drei Engel, wie er dann rennt und holt von da und von dort für die Gäste. Er sitzt schon am Öffnung der Zeltes und wartet auf die Gäste. Ohne dass sie er weiß, dass sie nicht kommen. Weil eben Gäste empfangen ist überlebenswichtig. Und daher ist es der Pflicht des Gastes, vorbeizukommen. Daher all das, was ihr bei Ibrahim erlebt habt. Er hat auf sein Recht bestanden, euch zu bewirten. Jetzt haben wir arabischen Kaffee. Also ihr seht, arabischen Kaffee ist nicht wie arabischer Kaffee in der Altstadt von Jerusalem, mit Kardamom und allerlei Dummheiten. Ja? Ja, das ist türkischer Kaffee bis vor etwa 15 Jahren, 10 Jahren, was immer. Gahwa Osmali, also
oder Ahua Ismaili in der Stadtdialekt von Jerusalem, ja. Arabischer Mokka oder arabischer Kaffee ist reiner Kaffee.